Herzlich willkommen zur vorletzten Mission. Die Hauptstadt der Welt wird angegriffen und ich muss die Zugangstunnel dazu beschützen. Und es kommen einige Armeen auf uns zu und wir müssen so viele retten wie es geht. Und wenn ich in die Nähe von diesen Gehöften komme, spawnen Einheiten da? Also hier so ein Gehöft. Spawnen so eine Einheit und die hilft mir dann. Relativ wenig Einheiten finde ich für das, was ich hier machen muss. Aber unsere Hauptstreitmacht ist am feindlichen Tempel, also ein Tempel, den wir erobert hatten in der letzten Mission. Jetzt muss ich mit hier ein paar leichten Einheiten riesige Armeen vom Feind aufhalten. Ich ziehe erstmal ab. Upsala. Ich ziehe erstmal so viele Einheiten wie es geht weg, damit ich möglichst wenig in einer Runde hier verliere. Und ziehe die dann alle zusammen. Ich hoffe, das funktioniert so. Und wie es aussieht, können nur Infanteriebots das angreifen. Also ist wie das Erobern von Städten, Fabriken und so weiter. Erkundige erstmal hier so viel wie ich kann. Um mir erstmal einen Überblick zu verschaffen. Gut, den hat er nicht gesehen. Dann gehen wir hier weiter. Gut. Ziehen wir hier alles zusammen. Nächste Runde greifen wir dann an. Von zwei Seiten. Es müsste eigentlich was werden, hoffe ich. Der versucht die dazu holen noch. Ja, es war's erstmal. Kommt er dann nächste Runde daran? Natürlich nicht. Der schon. Gut. Okay, er hat mich angegriffen. Kommt er mir entgegen? So schön alles zusammenziehen hier. Der noch. Dann hole ich mir den gleich noch.
Ah, da habe ich gleich beide geholt. Gut, dann greifen wir mal an. Hat sogar ein Schuss gereicht. So, haben wir die erste Luke befreit. Ziehen wir die restlichen Einheiten nach. Da kann ich nichts machen. Ich versuche die hier als nächstes zu retten noch. Nächste Runde dann. So, der eine Panzer lebt noch. Zerstöre mal mit meinem Panzer. Okay. Ich kann sie nicht zurückerobern. Das heißt, wenn sie einmal verloren ist, ist sie verloren. Das ist natürlich Kacke. Ich hatte gehofft, dass man sie wieder zurückerobern kann, weil man die nur mit dem Infanteriebot angreifen konnte. Da muss ich mich jetzt ganz schön beeilen, dass ich, wo es geht, rechtzeitig ankomme. Ranna. So, links. In zwei Runden ist das erobert und das in 2, 4, 6, also in 3 Runden. Also muss ich nächste Runde angreifen hier. Und hoffen, dass die Infanteriebots entweder sterben oder mich angreifen. Und anschließend so schnell wie möglich in die andere Richtung gehen. So. Gehen wir mal noch ein Feld dichter. Da haben wir alles, da, da auch, da. Gut. Er kommt auf mich zu. Schon mal schön. Ein Infanteriebot hat abgezogen davon. Das ist auch super. Dann tarnen wir die Einheit mal. So, schnell die Einheiten aus dem Süden nachziehen. Nicht, dass wir die irgendwann noch vergessen.
So. Da habe ich alles bewegt. Da auch. Nächste Runde. Da komme ich leider nicht mehr hin. Also habe ich schon mal eine verloren. Das heißt, ich versuche jetzt die anderen 5 hier hinten zu halten. Ich teile meine Streitkräfte jetzt mal auf, ein bisschen. Eine große Streitmacht bleibt im Süden, eine zweite Streitmacht im Norden. So, hier die drei verteidigen. Muss ich mal gucken. Probiere ich mal hauptsächlich den hier. So, mal gucken, wo er als nächstes angreift. Die erste Luke habe ich verloren. Oh, jetzt greift er hier im Süden an. Ah, die Reporterin sagt, dass die anderen sich uns anschließen sollen. Und es hat anscheinend sogar funktioniert, deswegen habe ich unten Sicht gerade bekommen. Versuche ich die Einheit nochmal da zu unterstützen. Sobald ich hier Basis verteidigt habe. Der dahin, der dahin, der, der. Okay, ist ein bisschen viel auf den einen hier. Da haben wir dann noch einen Gunner bekommen. So, was haben wir denn hier? Jetzt zerstöre ich da sonst sich wahrscheinlich repariert hätte an der Stelle da. Mit der Armee gehe ich da schnell rein, versuche die zu deffen. Die beiden laufen mal schneller da weg.
Es wäre schön, wenn die alle schon Level Up wären. Dann würden die sich selber regenerieren. Ich lasse mal eine Einheit an jedem Punkt. Als Minimal-Death. So, da habe ich was, hier habe ich was, da habe ich die zwei, da habe ich den einen und da habe ich die beiden. So. Okay, da greift er gerade an. Da geht auf meine Artillerie. Wir uns ein bisschen beeilen hier. Ziehen wir mal die Einheiten, die am weitesten weg sind. Ah, Mist, hat er gelebt. Es geht, das Feuer ein bisschen auf meinen Einheiten zu verteilen, damit ich nichts verliere, hoffentlich. Gucken, kann ich eigentlich Verstärkung holen? Ja, könnte ich. Wenn ich wollte. Gut. Spähen wir mal, was ist hier? Oh. Da ist eine feindliche Basis. Gehen wir auf den Infanterie dort, dort auf den anderen, da auf den, dann das, was nicht schießen kann sonst. Ah, hat er immer noch überlebt. So, der auf den, der auf den. Mal hier den Angriff schon mal gut zurückschlagen können. Jetzt verteile ich die beiden mal. Einer dahin, einer dahin. Wie scheint, bleiben die dort stehen. Das ist gut. Der ist da. Die sind da. Hab ich noch was offen? Der. Okay, als einziges. So. Die Artillerie ist weg. So. Dich lassen wir mal hier.
gucken, ob was drin ist. Leider nicht. Kann ich hier schon mal anfangen, das Gebäude zu erobern? Oh, kann ich sogar gleich ganz erobern. Ah, und da ist ein Transporter drinne. Wir brauchen schon einen Transporter. Also, gerade hier, jetzt. Auch Kampfeinheiten. So, ich gehe mal dichter, weil ich nicht weiß, ob ich den hier schon mal berührt hatte. Versucht das Ganze mal im Nahkampf zu lösen. Sieht ja schon recht gut aus hier. Der darauf. Die beiden darauf. Der darauf. Der. Yeah! Und Level up. So, Medipack-Seite. Es wäre jetzt interessant zu wissen, ob er da vorne viel Def hat. Also von hinten hat er quasi gar nichts. Das sieht eigentlich ganz gut gerade aus. Deswegen greife ich jetzt die Basis einfach mal an. Und hoffe, dass ich da jetzt nicht Scheiße baue durch. Dass der gerade irgendwo anders dann Verstärkung bekommt, weil gerade hier gucken wir mal ein bisschen dichter. Naja, viel ist es nicht. Müsste ich eigentlich mit den Einheiten schaffen. Hier habe ich auch alles gemacht. Da ist nichts, da ist nichts. Zum Glück bleiben die stehen. Da auch, okay. Hier hat ein Level up. Dann machen wir die nächste Runde. Oh. Oben rechts kommt er an. Man kann ich aber auch nicht so gut verteidigen. So, der hat Level up bekommen. Schalten wir ihm mal seinen Panzer aus. Der braucht da nicht mehr hinfahren, da ist eh schon bald alles befriedet. Ich nutze die Ressourcen in den beiden Gebäuden zum Reparieren. Standen die da gerade eben schon? Nee. Der hat drei Einheiten bekommen. Kacke. Hier langfahren ist schlecht wegen denen. Also lasse ich das hier oben fallen. Okay, da dran war ich. Das heißt, die beiden muss ich unbedingt verteidigen. Also die vier halte ich.
Der hat ein Level Up. Kostenloser Angriff, ja. Ich muss die auf mich zukommen lassen. Weil ich die drei neuen Einheiten hat dann leichten Vorteil. Ich hoffe, er kommt auf mich zu. Wenn nicht, greife ich nächste Runde an. So, der noch in den Wald. So, da habe ich 20, kommt nichts auf mich zu. Das hier oben werde ich verlieren. 1, 2, 3, 4. Okay. Da sind Einheiten. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt und so ja nicht gut. Das ist gerade der, der nicht so viel hat. Mehr. Ja, so. Du da schnell hin. Hier hat er mich angegriffen. Ah, der hat einen Hurricane hier stehen, deswegen. Ah, wie hat der überlebt? Kann doch nicht sein hier. So.